Achtet bitte auf eure Enden und nutzt dafür den Trackerknoten. Als erstes macht ihr für den Trackerknoten hier die Ratsche einmal auf. Dann geht ihr zum Ende, fangt hier an, einen Kreis zu rollen mit ca. 10 cm Durchmesser. So, ihr rollt ungefähr bis 50 cm vor eurem Ende. Jetzt dreht ihr einmal diese runde Rolle um. Nehmt hier ein Stück Gurtband, steckt es hier durch das Innenauge, streift es über eure Knollenrunde hier. Und jetzt ganz wichtig, jetzt müsst ihr einmal festziehen, nachstreifen, festziehen. Jetzt könnt ihr hier einmal festklemmen und das Ding ist ready für die Reise.